hier in Wad Jamarik war die Kriminalpolizei, war, muss man sagen, das Gebäude ist so schwer beschädigt, dass ein geordneter Betrieb nicht mehr möglich ist. Unter 100 Kilogramm werden es nicht gewesen sein. Die Angaben gehen weit auseinander, wie viel Tote und Verletzte es gegeben hat. Es wird auch in den nächsten Tagen noch keine verlässlichen Angaben geben, aber wenig können es nicht gewesen sein. Christoph Hirsch, Damaskus. صافي مني الماني إيه، انت وزاره الاعلام انت ايه منزل ناصر منزل منزل علي احمد هذا صافي الماني natürlich auch. Doch ob das gelingt, bleibt fraglich. Christoph Hörstl, Damaskus.